Weiter geht's bei Starship Troopers. Und wir sind dabei, die letzten Bugs zu killen. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben aktuell leider keine Versorgung mehr. Aber das sollte kein Problem sein. Stehen bleiben. Schießen. Und, die Säurebugs, die sind fies. Da sollte sich mal unsere Scharfschützentruppe drum kümmern. Ja, weiter vorrücken, Jungs. Da sind welche. Sehr gut. Ja, das ist mir bewusst. Dann werden wir uns einmal fix das Lager schnappen. Wir wollen erst das Lager, Leute. Das ist wichtiger. So, jetzt haben wir zwei. Ja, ich weiß. Und davon können wir uns bitte einmal ein Scharfschütze, ein Kampfpionier holen, bitte. Mit dem Trupp gehen wir einmal da rein. So. Gucken wir mal, der Scharfschütze. Du bleibst bitte dort. Gehst bitte dahin. Ach, wir haben uns einen Feuerfritzen geholt. Ja, ja, alles gut. Ist auch okay. Alles gut, passt. So. Da kommen sie. Sehr schön. Ja, das ist ganz lieb von dir. So, jetzt werden wir einmal unsere Truppen hier vorne verstärken. Einmal direkt. Ja, können wir einmal direkt hier hinbringen. Für ihn bitte auch. Okay, Funke ist beschäftigt. Er braucht definitiv auch Unterstützung. Einmal dahin. Und du auch. Einmal dahin. Und der Scharfschütze braucht es auch. Ah, wir sind... Okay, wir sind gerade ausgebucht. Da müsste aber noch ein... Da müsste noch einer kommen. Das geht leider gerade nicht. Disband Unit wollen wir nicht. Gefechtsmodus. Brauchen wir eigentlich nicht. Nein, brauchen wir nicht. Können wir machen, aber... Wir könnten mit ihm noch einen Geschützturm bauen. Ich will überlegen, ob wir das tatsächlich machen. Oder ob wir den lieber hier in der Hauptbasis platzieren. Ja, ich würde sagen, wir bauen den lieber hier in der Hauptbasis. Nämlich einmal in die Richtung. Da hinten haben wir auch einen. Und den anderen heben wir uns nochmal auf. Den anderen heben wir uns nochmal auf. So, die sind am Kämpfen. Ich kann ihn trotzdem nicht verstärken. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Ist dann so. Dann lasst uns hier weitergehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Funktion ist zwar nett, aber so richtig gebraucht habe ich sie noch nicht. Wir könnten die jetzt hier hinbringen, aber vielleicht irgendwann... Oh, da ist ein Bugnest. Ah, komm schon. Und Angriff. Na bitte. Das hat gut funktioniert. Sehr schön. Einmal dahin. Da vorne wird aber bestimmt nochmal ein härteres Gefecht werden. Das ist natürlich gut für so Rückzugsmöglichkeiten, ne? Wenn wir uns zu den Heuschrecken-Bugs zurückziehen. Oh, jetzt sind wir voll reingelaufen. Ah, Mist. Okay, weiter geht's. Ne, das wollte ich nicht. Was ist das denn? Ach, die Sprengladung. Ja, alles klar. Wir können überlegen übrigens, ob wir der Truppe die Schrotflintenmöglichkeit gibt. Mit der Unterlauf-Schrotflinte der Moria für anhaltenden Beschuss sorgen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Das machen wir mal. Und wir werden einmal nochmal updaten. Wo ist er? Dich wollte ich bitte einmal updaten.
Haben wir hier kein... Ah, es kann sein, dass wir hier keinen Platz mehr haben. Ich wollte aber trotzdem gerne dich einmal dahin. Okay, es reicht doch. Alles klar. Gut, dann gehen wir einmal dahin. Da ist schon ein Bug gewesen. Du gehst noch ein Stückchen weiter. Einmal da. Und du nach dort, bitte. Ah, das fand ich gut. Das fand ich gut. Du bitte einmal nach vorne. Und auf die Viecher schießen. Ja, passt. Oh, da sind sie. Oh, da sind eine ganze Menge. Du kümmerst dich bitte um die Flanke. Sehr gut. Da vorne ist natürlich ein großes Nest. Haben wir hier hinten noch irgendwo? Ah, das wissen wir nicht. Aber das sollte eigentlich auch kein Nest sein. Jetzt gehen wir mal langsam vor. Ihr habt übrigens auch gesagt, was euch fehlt, das sind so Stärkeangaben. Das kann ich nur absolut nachvollziehen. Hier sind nur relative Stärkeangaben drin. Das ist ein bisschen nervig. Absolut, da gebe ich euch... Da gebe ich euch definitiv recht. Das ist definitiv nervig und... Oh, 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 oh. Oh, oh, nicht weiter. Ah, das war ein taktischer Fehler. Das war ein taktischer Fehler. Jetzt sind wir voll eingekreist worden. Ah, Mist. Ah, verdammt. Ja, das war ein Fehler. Rückzug, Rückzug. Rückzug. Oh nein. Ah, das ist doof. Rückzug. Ah, das war doof. Jetzt haben sie den auch noch erwischt. Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt müssen wir uns einmal zurückziehen. Ja, das war's. Die komplette Truppe müssen wir neu bauen. Ah, das ist doof. Das ärgert mich jetzt. Also, das ärgert mich wirklich. Einmal zwei davon, bitte. Einmal Feuer. Ja, ich weiß. Ja, oh, komm schon. Schaffst du das? Hierher zurück, bitte. Verstärkung ist schon unterwegs. So, einmal noch, bitte. Und dich einmal verstärken. Ah, wir haben kein Dropship. Da müssen wir nochmal kurz warten. Einen haben wir noch. Das ist gut. Einmal Dropship, bitte. Ah, verdammt. Ich hab's verpennt. Wir hätten die Granaten nehmen sollen. Ich bin voll reingelaufen. War ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Einmal auf die 1, bitte. Ah, das war doof. Das ärgert mich jetzt wirklich. Wir machen die mal auf die 1 und den Feuerspritzen auf die 2. Und die ganze Truppe hier hinten. Ich denke, da brauchen wir nichts. Ich überlege, ob wir ihn noch mitnehmen. Ja, wir versuchen es erstmal so. Infanterie nach hier, Feuer nach da. Gucken wir mal, dass wir das einmal hinkriegen. Wir könnten natürlich jetzt gut hier... Ah, das können wir nur innerhalb der Base bauen. Na, wir können das hier vorne hinbauen, aber da macht es keinen Sinn. Nee. Geh mal ganz langsam vor. Gehst einmal dahin. Ah, jetzt kommen sie schon. Okay, dann bleiben wir mal stehen. Gehen wir mit ihm mal hier vorne hin. Gucken wir, dass wir die mal anlocken können. Einmal ein bisschen weiter vorne, Jungs. Da muss er wohl nicht einer alleine machen. Sehr gut. So, wir müssen uns nur noch auf den High Ground stellen. Du einmal ein bisschen weiter nach vorne. So, die locken wir einmal an. Das Gute ist, die Säurebugs, die haben alle die gleiche Reichweite. So. Einmal ein weiter.
gehen wir erstmal hier hinten rum. Ich möchte nämlich uns von hier aus an die ganze Sache ran nähern. Genau aus dem Grund, dass wir nicht andauernd in zwei Richtungen angegriffen werden. So, und ihr schießt bitte auf das Backloch. Ah, das geht nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt da rein. Ah, verdammt. Jetzt haben wir schon wieder zeitlich verpennt. Er muss weg. Er muss weg, 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 weg. Ah, Mist. Okay. Und rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Zack, zack, zack. Los, 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 Leute. Wir können wieder Truppen nachbauen. Während die da reingehen, gehen wir einmal hier hin. Einmal Flamme. Bunker haben wir nicht. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Das haben wir. Ja. Halt, ich habe doch noch das Vorratslager nicht gesäubert. Das würde ich gerne noch machen. Ach, schade. Okay, wir hätten das Vorratslager zuerst holen sollen. Gut, die mobile Infanterie hat wieder einen grandiosen Sieg davongetragen. There's danger afoot, underfoot. The bugs lurk in subterranean tunnels, preparing for their next vicious attack. Wiping out these nests is dangerous work, but nothing the mobile infantry can't handle. Our brave troopers will uncover and eradicate the enemy wherever they hide. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns doch auf in die nächste Mission. Da bin ich schon mal gespannt, was da auf uns zukommt. Das wäre dann übrigens Mission Nummer 4. In Folge Nummer 4. So, tell me about this death trap you sent us into. Any word from the advanced squads? We don't know the situation underground. It's safe to assume that bugs still control the mine tunnels. Roger that. All right, troopers. Let's go on a bug hunt. I want every inch of these mines cleared. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut. Wer ist er hier? Ein taktischer Offizier. Was kannst du? Ein Ziel vorgeben. Die Offiziere der mobilen Infanterie, der in der militärischen Führung und auch in den Werten der Föderation gründlich geschult ist, kann die Leistung anderer Trooper steigern. Ziel vorgeben. Verbündete Einheiten den Befehl erteilen, ihr Feuer auf Gegner im Zielbereich zu konzentrieren. Ah, okay. Offensivtaktik. Vorübergehend die Leistungsfähigkeit einer verbündeten Einheit erhöhen. Und Defensivtaktik das gleiche für defensiv. Okay. Kann der überhaupt schießen? Das müssen wir uns in der Föderationsbibliothek mal angucken. Nee. Der kann nicht schießen. Der hat keine Waffen dabei. Na doch, also theoretisch hat er eine. Aber da steht halt Schaden wenig. Müssen wir mal gucken, wie wir die am besten... Ich würde erstmal sagen, auf 1, was haben wir hier? Ein Kampfpionier. Den haben wir schon gesehen. Das ist der normale Schützentrooper. Okay. Ja, wir könnten also hier ein Ziel vorgeben. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Nein, das wollte ich nicht. Hm, diese Türen sind locked. Must have been trying to stop the bugs. You'll need to get to the control room to get them open. Wo ist der Kontrollraum? Da hinten. Tja, wo gehen wir denn am besten lang? Ich würde sagen, einmal hier. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir da ein Ziel vorgeben. Okay, und alle Ziele in diesem Bereich sind dann also, jetzt müssen wir nochmal nachgucken, alle Ziele in dem Bereich werden dann, okay, hier steht nur, man konzentriert sich darauf und man erzeugt mehr Schaden. Hier steht leider nicht wie viel, aber das ist schon mal eine hilfreiche Sache. Können wir die Tür irgendwie aufmachen? Nee, ne? Gehen wir mal hier hinten durch.
Nicht zu weit. Da wissen wir noch nichts. Oh, da kommt einer. Okay, das hat ja noch relativ gut noch geklappt. Ich denke, hier hinten ist nichts. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Wie unerwartet, dass das Kreuz genau in die Stelle zeigt. So, da ist irgendeine Basis, ne? Sind die darüber reingekommen? Gehen wir wirklich ein bisschen noch weiter nach vorne. Ah, ich hab's auch geahnt. Darüber kommen wir nicht rein. Wie unerwartet. Oh, was sind das für Mineralien? Oh, stopp, 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 Leute. Weiter, 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 weiter. Ah, das geht noch. Wir müssen wirklich gucken, dass wir das hier nehmen. Ziel vorgeben. Das ist einmal Q. Das muss ich mir merken. Und... ja, genau. Also das muss ich mir merken, dass wir hier die Schützen, dass wir das hier vorgeben. Okay. Ja, ich habe das schon geahnt. Wir gehen erstmal hier hinten lang, dass wir das mal grundsätzlich sichern. Ich möchte hier nichts im Rücken haben. Ah, wir haben aber noch keine Kriegsunterstützung. Können wir da unten runter? Nee, ne? Okay. Das heißt, die kommen wahrscheinlich hoch, aber wir kommen nicht runter. Na toll. Gott, wie ich so eine Mission liebe. So, einmal da weiter. Stopp, 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 stopp. Angreif. So, jetzt haben wir die Blendgranate, jetzt schalten wir das nochmal durch. Gefechtsmodus, den will ich nicht, genau, einmal ihn will ich. Ihr könnt übrigens mit Tab durchschalten, mit Tab schaltet ihr seht es hier unten, die Leute durch. Und ich möchte mir gerne den taktischen Offizier selektieren, dass ich im Notfall mit Q ein Ziel vorgeben kann. Das wäre mir wichtig, dass wir darüber einfach mehr Kampfkraft bekommen. Und bei dem Rest müssen wir mal gucken. Den Rest haben wir noch nicht verfügbar. Das wird mit Sicherheit hinterher über die Elitefähigkeit kommen. Aber das ist schon mal eine mächtige Sache. So, wir gehen mal da oben rauf. Dann haben wir einen höheren Stand. Ja, das war unerwarteterweise. Ja, einmal dahin. Und einmal bitte... okay, das haben wir noch nicht gebraucht, aber die Handgranate war schon mal gut. Da kommen wir nicht weiter. Brutnest, einmal da bitte. Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen näher rangehen. Was ist das da? Ah, das sind... oh! Sehr schön. Okay, bitte einmal zerstören das Ding. Schon, komm schon. Schießt ja auch mal einer noch mit drauf. Okay, das haben wir zerstört. Da geht's weiter. Das sieht ein bisschen digital aus, muss ich sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen bessere Animation. Stash your tools and move out. Affirmative. Roger that. Das haben wir. Engineers, follow me. Jetzt will ich halt... ah, verdammt. A unit has been promoted, sir. Gehen wir nochmal auf Ziel vorgeben. Genau. Moment, er hat jetzt... hat er schon die Stufe erreicht? Ach. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir nehmen die Defensivtaktik. Ich glaube einfach nicht daran, dass wir hier so starke Offensivtaktik brauchen werden. Ich glaube daran, dass die Defensivtaktik in dem Fall hier besser ist. Was ich übrigens tatsächlich vermisse, ist das Drehen der Karte. Jetzt gehen wir erst nochmal hier unten runter. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich möchte trotzdem hier runter. Da ist nichts.
Okay. Und auch eine Möglichkeit, irgendwie eine Aufstellung vorzugeben. Weil ich würde gerne einen Scharfschützen in die Mitte nehmen. Er soll hinten gehen. Und ihn will ich eigentlich an eine Flanke setzen. Der muss nicht immer ganz vorne laufen, weil er dann ja von den Säurebugs auch immer direkt angegriffen wird. Das finde ich irgendwie auch unsinnig. Jetzt macht mir das hier gerade ein bisschen Sorge. Ja. Ich weiß auch warum. Wir bleiben mal so stehen, wie wir stehen. Ich gucke erstmal nochmal hier vorne hin. Was haben wir denn da? Ein Suchscheinwerfer. Ja, gut. Dann ist da halt ein Suchscheinwerfer. Jetzt gehen wir mal langsam vor. Hier ist mit Sicherheit noch irgendwo ein Nest. Das ist aber erstmal nicht sichtbar. Stash your tools and move out. Oh, da kommen wieder eine ganze Menge. Wir wechseln mal fix auf den hier. Na, geht doch. Einmal dahin. Können wir damit was einstürzen lassen? Roger that. I hear movement, and it ain't coming on two legs. Defensive formation. Maintain a clear field of fire. Einmal dahin. Scharfschützen einmal nach da. Du bitte einmal den Schützentrupper bitte in Verteidigungsstellung bringen. Oh, die sind größer. Oh, der ist größer. Ja, das hat ganz gut. Wir haben uns gut aufgestellt, das muss man sagen. Ja, das hat gut funktioniert. Perfekt. That's it for now. Move up. So, 9 Sekunden, aber ist das weiter möglich? Ich frage mich, wo die herkommen. Mal dahin. Hier ist, habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Einmal darunter, bitte. Da kommt sicher auch gleich wieder was. Ah, wie unerwartet. Einmal auf den High Ground. Oh, und das sind wieder kleine Viecher. Oh, 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 oh. Ah, shit. Da ist wieder ein Nest. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir mit dir das Nest angreifen. Greifst du das Nest an? Ja, greifst du. So, und der Rest wird versuchen, hoffentlich das Ding hier zu töten. Du machst einmal... Oh, ich glaube, das können wir uns ersparen. Können wir, glaube ich, alle... Ich weiß gar nicht, ob wir alle hier raus haben. Einmal alle töten. Sehr schön. Gucken wir erstmal, was wir noch so finden. Und ich würde sagen, was wir genau finden, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Strategie-Nerd. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge kommt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, in den Programmkalender. Dort könnt ihr sehen, wann, wie, wo, welches Let's Play kommt. Und normalerweise bin ich ja eigentlich kein Spieler von Echtzeitstrategiespielen, aber das ist echt cool, muss ich wirklich sagen. Also, macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.